Guten Abend. Willkommen, würde ich sagen, im Zentrum für Buddhismus. Und wir können ja jetzt tun, wie wenn wir dort wären. Ich habe immer aber das Gefühl, wie sich dort, ob schon so ein bisschen anders aussieht. Aber mit euch allen da freut mich sehr, euch alle zu sehen. Freut mich auch, die zu sehen, die so ein schwarzes Rechteck drauf haben. Willkommen. Vielen Dank für die Organisation, Stefan, für das Hosting, wo er immer sonst noch hat mitgewirkt, Komitee von der Vipassana-Gruppe und allen anderen. Herzlichen Dank. Das Thema vom heutiger Vortrag ist Chittanupassana, Geist und Herz ergründen. Was bedeutet? Es bedeutet Gewahrsein und Erkenntnis im Kontext von der Lehre, von der Praxis von Chittanupassana offensichtlich. Das ist die dritte von den vier sogenannten Grundlagen von der Achtsamkeit oder Grundlage vom Gewahrsein. Es ist ein leicht theoretisches Thema, vielleicht ein bisschen komplexer als andere. Ich denke, so eine fortgeschrittene Gruppe von Leuten kann das gut verkraften. Ich bin gespannt auf Kommentare und Fragen am Schluss. Hier ein vereinfachter Auszug aus der wichtigen Lehrrede von Buddha. Dieser reine Weg führt zur Läuterung der Wesen, zur Überwindung von Kummer und Klage, zum Schwinden von Leiden und Schmerz, zur Gewinnung des rechten Weges, zur Verwirklichung des Nirvana, der inneren Befreiung, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Welche vier? Da wählt man beim Körper eifrig mit Wissensklarheit und Achtsam und mit Gelassenheit. Da wählt man bei den Gefühlstönungen, so angenehm, unangenehm, neutral, Vedana, eifrig mit Wissensklarheit und Achtsam mit Gleichmut. Da wählt man bei Geist und Herz, bei Citta, eifrig mit Wissensklarheit und Achtsam und mit Gelassenheit. Und da weilt man bei den Objekten von Herz und Geist, Dhamma, eifrig mit Wissensklarheit und Achtsam und mit Gelassenheit für diese Welt. Was heißt das also? Wie genau sieht das aus? Bei Citta, Geist und Herz weilen, wissensklar, achtsam und gelassen. Oh, für was soll das gut sein? Wir üben es oft der Achtsamkeit vom Körper, im Stehen, im Gehen, im Sitzen, bei der Atemerfahrung, bei den Körperempfindungen, Bewegungen. Das ist die erste Grundlage für Achtsamkeit oder Gewahrsein nach Buddhas Lehrrede. Das Zentriertsein, das Anwesensein im Körper, auf der Erde, in diesem Moment, das ist ganz wesentlich, wie wir alle wissen. Es verankert es im Hier und Jetzt. Wir lernen in uns selber wieder daheim zu sein. Es hilft uns, in sich ständig verändernde, vergängliche Natur von der äußeren und von der körperlichen Realität zu erkennen und hoffentlich können anzunehmen. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt der Praxis, aber noch längst nicht alles. Letztlich ist der Geist, letztlich ist unser Denken, unsere
inneren Haltungen, unsere Absichten von uns und unser inneres Leiden oder unser Wohlergehen entscheidend prägen. Im Dhammapada, eine Sammlung von bedeutenden Aussagen vom Buddha, heisst, und zwar ist das der erste Vers, Einführungsvers. Unser Leben ist geistbestimmt. Es ist der Geist, also fühlen, denken, beabsichtigen, der bestimmt und anführt. Darum brauchen wir Gewahrsein, darum brauchen wir die Achtsamkeit von Herz und Geist, von Citta, eben Citta und Passana. Weil der Geist ist zuerst entscheidet, führt an, was der Buddha sagt. Und statt Herz und Geist könnten wir auch sagen Erfahrung. Weil Erfahrung gibt es nur, weil der Geist eben kann erfahren. Sonst wäre gar keine Erfahrung da. Anders als zum Beispiel Steine oder bei Luft oder bei leerem Raum. Ich möchte hier über zwei Aspekte von der Achtsamkeit vom Geist und Herz von Citta reden. Erstens über die Achtsamkeitsgewahrsein von den verschiedenen Geisteszuständen oder Geistesfaktoren, wie es manchmal heisst, Chetasikas. Das heisst, die verschiedenen Verfassungen, in denen sich der Geist befindet, die Absichten, die inneren Haltungen, die Stimmungen, die Gefühlslagen, in denen er sich befindet. Freude, Ärger, Schläfrigkeit, Wachheit, Erwartung, Befürchtung, Vertrauen, Zweifel, Sammlung, Zerstreutheit, alles das und viel mehr. Das ist ein Aspekt. Zweitens möchte ich über die Achtsamkeit, über das Gewahrsein von der Natur des Geistes reden. Über sein Wesen, über seine allgemeinen Merkmale und seine Charakteristiken, könnte man sagen. Seine Natur oder vielleicht woraus er besteht, seine Fassbarkeit oder eben Unfassbarkeit. Vielleicht könnte man die zwei Aspekte unterscheiden. Als erstens der Achtsamkeit von allem, was Geist und Herz so machen, tun. Und zweitens die Achtsamkeit von dem, was Geist und Herz ist oder sie. Also einerseits, wie sie manifestieren, wie sie wirken, wie sie sich auswirken. Andererseits, was ihr Wesen ist. Das sind die zwei Aspekte. Und vielleicht gut zu wissen für Theravadas. Das ist heute in Theravada-Kreisen selbstverständlich, dass Citta und Passana als die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit von den Chetasikas, von den Geistesfaktoren, dass das gemeint ist, was um das geht. In anderen Interpretationen und Belehrungen über die dritte Grundlage der Achtsamkeit geht es in erster Linie darum, das Wesen vom Geist, das Wesen von Bewusstsein, das Wesen von Citta zu erforschen. Also, oder nicht immer alles. So wie wir es gerade gelernt haben, bekommen, ist immer interessant zu sehen, wie viele Aspekte das es gibt und wie man es noch anders anschauen kann. Weil es bereichert, weil wir immer noch wieder mehr und Neues können lernen. In Bezug auf den ersten Aspekt, Achtsamkeit der Geisteszustände, ist das Wesentlichste, zu erkennen von Kilesa und Sobana. Kilesa oder Klesha sind die unheilsamen Eigenschaften oder unheilsamen Geistesfunktionen wie Verblendung, Täuschung,
Identifikation, Ablehnung, Ärger, Hass, Schuldgefühl, Groll oder Begierde, Verlangen, Anhaften oder Zweifelsucht, Ruhelosigkeit, Puheit, Eifersucht, Neid, Dunkel. Sie alle schaffen Leiden innerlich, verursachen Leiden und sie selber als Erfahrung leidvoll. Am bekanntesten und spürbarsten sind dabei natürlich die klassischen fünf Hemmnisse, Sinnesverlangen, Böswilligkeit oder Aversion, Ruhelosigkeit, Schläfrigkeit, die auch eine Variante und Zweifel. Für die Erfahrenen von euch auch die subtilen Manifestationen von den sogenannten Hemmnissen im Geist. Das sind Kilesa, die Unheilsamen. Sobana sind die heilsamen oder wunderbaren Qualitäten von Geist und Herz. Wie können ahnen, Geduld, freudiges Interesse, Wertschätzung, liebevolle Güte und Mitgefühl, rechts bemühen, Ruhe, loslassen, Grosszügigkeit, Offenherzigkeit, Bescheidenheit, Klarheit, Gelassenheit und natürlich Erkenntnis oder Weisheit. Sie alle schaffen inneren Frieden und Glück. Und sie auch an sich freudvoll, als Erfahrung im Geist freudvoll. Also, Kilesa und Sopana, unheilsame, die heilsame Qualitäten. Es scheint ziemlich offensichtlich, dass es wesentlich für unser Wohl oder Wehe möglichst klar so interessiert, achtsames Gewahrsein in diesen Bereich zu bringen. Wir kennen wahrscheinlich alle die bekannte, aber vielleicht simplistische Navajo-Geschichte von den zwei Wölfen, die in uns kämpfen. Gierig, aversiv, bequem. Wolf auch der Offenherzig, mitfühlend und grosszügig. Und die Antwort auf die Frage, welcher wird den Kampf in uns innen gewinnen, lautet: derjenige, den wir füttern. Und füttern heisst hier, die Geistes- und Herzenseigenschaften werden wachsen, werden stärker werden, in denen wir uns am oftesten aufhalten. In denen wir uns gewohnheitsmässig aufhalten. Bewusst oder unbewusst. Ob wir es merken oder nicht merken, dort, wo wir uns am meisten aufhalten, die bekommen Power. Zu der heilsamen oder unheilsamen Funktion vom Geist von Chitta gehört auch die innere Haltung, in der wir die gerade erwähnten Geister so Herzenszustände und Eigenschaften betrachten, deren wir ihnen begegnen, dadurch, wie wir mit ihnen umgehen. Und die möchte ich hier besonders hervorheben. Wer oft und konsequent praktiziert, achtsam, präsent ist, einigermaßen geübt ist. Und Zustände wie Ärger, Befürchtungen, noch Verlangen oder Anhaften oder andere Hemmnisse erkennt, die es ist ja schon sehr viel klar darüber, was läuft, aber sehr oft entgeht es die innere Haltung, in der wir die Qualitäten sehen, wahrnehmen, spüren, achtsam dabei sind. Aber wie wir das machen, das entgeht es immer mal oder sogar oft wieder. Weil wir sind immer wieder mesmerisiert, hypnotisiert
vom Objekt von der Meditation und von der Erfahrung, die wir jetzt gerade haben. Sei es jetzt Ärger oder Verlangen oder was immer. Und dabei verpassen wir oft die innere Haltung. Die innere Haltung, in der wir die besagte Erfahrung begegnen. Und dazu möchte ich der Sayadaw Oddechania wieder mal zitieren. Aus seinem Buch: Schau nicht auf die Hemmnisse herab. Sie machen sich sonst lustig über euch. Ein längeres Zitat. Entspannt und gewahr zu sein ist essentiell. Aber es ist auch sehr wichtig, die rechte innere Haltung zu haben. Die rechte innere Einstellung. Was heißt rechte innere Haltung? Die rechte innere Haltung ist eine Art, den Dingen zu begegnen, die euch zufrieden, komfortabel und unbeschwert macht, mit was immer gerade eure Erfahrung sein mag. Falsche Vorstellungen, falsches Verständnis oder Nichterkennen der Kilesa oder der Hemmnisse beeinflussen eure innere Haltung. Also, das ist eigentlich praktisch das Gleiche, aber es ist wie ein anderer Aspekt davon. Wir alle haben falsche innere Haltungen. Das ist einfach so. Versucht also nicht, die rechte innere Haltung zu haben, sondern versucht vielmehr zu erkennen, ob ihr die falsche oder die rechte innere Haltung habt. Das ist wichtig. Nicht sofort korrigieren, wenn wir es sehen, sondern sehen, welche Haltungen haben wir oder welche Haltungen halten wir es oft durch. Es ist wichtig, gewahr zu sein, wenn ihr die rechten Haltungen habt, aber es ist noch wichtiger, die falschen Haltungen zu erkennen und zu erforschen. Schaut, wie sie eure Praxis beeinflussen. Schaut, wie sie sich anfühlen. Vielleicht auch zu werten oder zu verurteilen oder zu warten oder zu befürchten oder zu anhaften. Rechte innere Haltung ermöglicht euch, was immer geschieht, ob angenehm oder unangenehm, anzunehmen, anzuerkennen und zu beobachten in einer entspannten und wachsamen Art und Weise. Ihr müsst beides annehmen und beobachten, gute und schlechte Erfahrungen. Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, besteht, bietet uns eine Gelegenheit zu lernen, zu sehen, ob der Geist die Dinge annimmt, so wie sie sind, oder ob er mit Verlangen, der Abneigung oder Bewertung reagiert. Ihr versucht nicht, die Erfahrungen so hinzukriegen, wie ihr sie gerne hättet. Ihr versucht zu sehen, was die Erfahrung ist, so wie sie ist. Und vergesst nicht, das Objekt, die Erfahrung selbst, ist nicht wirklich wichtig. Das ist schwer zu hören. Ist nicht wirklich wichtig. Der betrachtende Geist, der sich im Hintergrund bemüht, gewahr zu sein, ist von großer Wichtigkeit. Wenn die Betrachtung in der rechten inneren Haltung geschieht, ist jedes Objekt, jede Erfahrung das richtige Objekt, die richtige Erfahrung. Habt ihr die rechte innere Haltung? So weit der Sayadaw Oddechania. Vielleicht ein scheinbarer Widerspruch. Manchmal heisst es, schaut, dass ihr die richtige innere Haltung habt, also eine heilsame innere Haltung. Und manchmal aber heisst es, egal welche Haltung ihr habt, wichtig ist es, zu sehen, zu spüren und zu erkennen, was sie mit uns macht, was sie uns bewirkt. Ich denke, beide Aussagen und beide Vorgehensweisen sind richtig. Wesentlich ist das Interesse und Erforschen. Wie ist es? Was passiert jetzt gerade? Was bewirkt es? Also, der erste Aspekt ist das achtsame Gewahrsein. Oder das Betrachten von den verschiedenen Geisteszuständen und vor allem auch von den Absichten, von den inneren Haltungen. Der zweite Aspekt, den ich hier kurz ansprechen will, ist das Gewahrsein von der letztendlichen Natur von Geist und Herz.
von der letztendlichen Natur von Geist und Herz, zu seinen Inhalten und Zuständen, die immer gleichzeitig im Geist vorhanden sind. Was heisst das? Das heisst, dass wir in diesem Zusammenhang unser achtsames Gewahrsein nicht auf den Inhalt von dem, was gerade läuft, nicht auf Zustände und nicht auf Funktionen von Geist und Herz richten. Also in diesem Zusammenhang auch nicht auf die innere Haltung, sondern auf das eigentliche Wesen, das eigentliche Natur von Geist und Herz. Vielleicht so, wie wenn man im Kino oder im Fernsehen anstatt auf einen Handlungsinhalt vom Film auf das bloße Erscheinen, was man jetzt so hier auf dem Bildschirm könnte das eigentlich gerade machen, auf das bloße Erscheinen von farbigen Lichtern, das sind farbige Lichtpunkte, auf einer eigentlichen weißen Leinwand oder einem leeren Bildschirm wird schauen. Was sehen wir in diesem Moment? Anstatt einer Reihe von Bildern und Eindrücken und Erfahrungen, ohne je nachdem, was es ist, in Aufregung versetzen oder in Langweilig, ohne Tränen oder Lachen hervorrufen, sehen wir sich vorweg schnell verändernde Prozession von Farben, Formen, Bewegungen, Tönen, Klängen, Geräuschen. Das ist das, was ihr eigentlich seht, was das Gehirn macht. Das setzt das zusammen zu etwas, was Sinn macht, zu Inhalt. Aber wenn wir schauen, was ist das Wesen von Erfahrung? Nicht, was sagt sie uns, wie fühlt sie sich an, sondern was ist ihr Wesen? Da finden wir nichts aus dem rapid sich verändernden Prozess auf einer quasi leeren Leinwand, wobei es auch keine Leinwand hat, natürlich. Und ganz ähnlich ist es in unserem Herz und Geist. Je weniger wir uns vom Inhalt ablenken, desto deutlicher wird sichtbar Gedanken, Vorstellungen, Kommentare, Gefühle, Stimmungen, Emotionen, so wie ein schnell wechselnder Strom von Sinneserfahrungen entsteht, vergeht im leeren Raum vom Gewahrsein, sagen wir einmal. Das ist auch das Konzept, aber das ist es relativ zutreffend. Es passiert eigentlich im leeren Raum, kommt, okay, der Schein verschwindet, In der vorher beschriebenen Achtsamkeit von Geist und Herz haben wir also die Welt von den Erscheinungen, die pausenlos von früh bis spät unserem Geist und Herz erscheint und wieder verschwindet. Also die Sinneswahrungen von außen und Gedanken und Gefühle von innen gesehen, beobachtet. Und da üben wir uns, die unheilsamen Kleschas zu sehen, zu verstehen, abzubauen. Und die heilsamen Sopana-Qualitäten zu fördern, zu kultivieren. Das ist wichtig. Die Absichten, wie wir mit der Erfahrung umgehen, wie wir da sind, welche Geistesqualitäten dass wir stärken und welche wir Kraft entziehen. Wenn wir jetzt aber die Dinge, die Erscheinungen, den Geist näher betrachten oder gründen, wenn wir sie Essenz suchen, dann finden wir nichts. Finden wir immer wieder Leerheit. Das ist nichts, was man festhalten kann und ergreifen kann. Es scheint so, es sieht so aus, es hat alles seine Funktion. Es ist nicht sein Wesen. So hat der Joshua Kenner im Budget, einer von meinen Zogschen-Lehrer, geschrieben. Betrachte im Äußeren die erscheinenden Dinge, wie das Wesen einer Fata Morgana, unwirklich, wie Träume, wie Regenbögen, wie der Mond gespiegelt im Wasser. Betrachte im Inneren deinen eigenen Geist, aufregend und spannend, wenn nicht untersucht, aber wenn näher erforscht, ist nicht viel dran. Man findet ihn nirgends, man kann nicht sagen, da ist er. Also man kann quasi nicht den Finger drauf legen, nie. Er ist unfassbar wie der Nebel, wo alle Dinge, die drin erscheinen, natürlich auch. Und er ist unbegrenzt, wie der offene Raum. Das ist nichts Fassbares. Und doch scheinen wir eine solide Welt zu haben.
wo von einem scheinbar ziemlich unveränderlichen, scheinbar soliden Ich oder selbst wahrgenommen wird oder wahrgenommen zu werden scheint. Und warum sollen wir an solchen Erkenntnissen überhaupt Interesse haben? Das ist die Preisfrage. Was soll es? Weil wir dadurch zu gefangen sind in Geschichten und Dramen können vermindern, weil es dadurch hoffentlich abnimmt. Das ist wieder das Beispiel vom Gefängnis. Wir schauen natürlich, dass wir die Situation im Gefängnis verbessern können, für uns selber, für die anderen. Schauen, was man machen kann, dass es erträglicher wird, dass es gar angenehmer wird, nicht so schlimm. Aber letztlich geht es darum, aus dem Gefängnis rauszugehen, in die Freiheit. Das Gefangensein in den Geschichten oder Dramen nimmt ab, wenn wir seine Natur mehr und mehr kennen. Und mit der Macht und mit dem Impact von der acht Winden der Welt nicht mehr so ausgeliefert sind. An Gewinn oder Verlust, wenn es tagtäglich trifft, manchmal stundstündlich. Lob oder Tadel, Erfolg oder Misserfolg, kurz, angenehm oder schmerzhaft, von angenehm. Und weil wir uns, wenn wir das Wesen der Natur von der Wirklichkeit erkennen, dadurch weniger und weniger heilsame Kileshas und Hemmnis verlieren und so am selbst geschaffenen inneren Leiden besser entkommen können, also wieder in die Freiheit. Und so und nur so tiefer inneren Frieden, Ruhe, Klarheit, Heiterkeit, Freude und Gelassenheit können entstehen. Was braucht es für das zu sehen und zu erforschen? Es braucht enormes fortwährendes Interesse. Eben das gute, alte, achtsame Gewahrsein und Aufgeben von Identifikation und von Ergreifen Moment zu Moment jetzt. Und das ist die tiefste und bedeutsamste Übung. Und ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass es so außerordentlich wichtig ist, gerade für die, die schon lange meditieren, für die, die anfangen, ist es sicher sinnvoll, sich zuerst im Körper niederzulassen, anfangen zu sehen und zu verstehen, was im Geist läuft und wie dass wir uns Leiden schaffen, uns vermindern und uns das Leben leichter machen. Aber letztlich fällt wirklich anfangen, was ist das, was sich als so wirklich als so scheinbar solid, als so scheinbar real manifestiert. Das Gefühl von ich, das Gefühl von selbst, das Gefühl von einer realen, konkreten Welt, wo wir wissen zwar, sie sich verändert, aber nicht wirklich. Meine Corona-Situation ist perfekt, wo man sieht, wie instabil das alles ist. Aber noch hier ist sie ging noch real. Wir haben noch die gleichen Bücher gestellt da oder für jetzt dritte Strassenanz von uns haben wir immer noch die gleichen Bilder, nehme ich an, ausser beim Anmalen hat man es ausgewechselt, das sehe ich jetzt leider nicht. Aber man kommt immer noch zur Tür rein, es hat dort rechts der Wange Buddha, es ist eigentlich alles, weil die Pflanze hat sich vielleicht verändert, als sie noch dort ist. So überzeugend scheint alles solid zu sein. Wir können wir da weniger anhaften und weniger identifiziert sein damit, wenn wir nicht einfach wirklich in die Erfahrung selber schauen und sehen, wie flüchtig das die Erfahrung ist und damit alles, was wir überhaupt über das Leben und über die Welt wissen. Es ist nicht dort aussen eine solide Welt und ich sehe die. Und je nachdem, was ich sehe, leide ich oder bin ich freier. Wir schaffen das Leben. In der Art und Weise, wie wir damit da sind, umgehen. Immer wenn es gelingt, zu sehen, wenn wir Leute schaffen, uns befreien, aber auch zu sehen, wenn wir
können weniger identifiziert sein und weniger anhaften an die Erfahrungen, dann können wir uns am Longchenpa anschließen mit dem Vers, der oft rezitiert wird, und damit möchte ich schließen. Betrachte ich das magische Spiel dieser Welt, wie sie zu sein scheint, kommt überwältigendes Mitgefühl in mir hoch, wenn man das unendliche Leiden sieht. Betrachte ich ihre Natur der innewohnenden Leerheit, wie sie wirklich ist, leer von fassbarem Ich, leer von greifbaren, festhaltbaren Dingen, kann ich nicht anders als staunen und in Gelächter ausbrechen. So üben wir sie. Chittanupassana am Ergründen von Geist und Herz, am Weg zur inneren Freiheit. Moment, still sein. Und jetzt möchte ich, bevor ich zu den Fragen weitergehe, falls ihr Fragen habt, noch eine kurze Widmung machen, wo ihr die, die gehen möchten, können sich ausklinken. Das ist etwas, was ich gelernt habe mit dem Sohn, das passiert eher. So machen wir lieber vorher die Widmung. Und zwar können wir anfangen mit dem Moment der Wertschätzung für unsere Praxis. Unser Interesse, unser Dransein, das Bemühen, wacher zu sein, präsenter zu sein, achtsamer zu sein. Mehr Geduld, mehr Ausdauer, liebevoller, gelassener. Moment für Wertschätzung für Praxis von allen anderen, von allen anderen hier im Zoom-Raum. Von anderen, die eine heilsame Art und Weise praktizieren auf der ganzen Welt, wo immer. Ein Moment für Wertschätzung. Für schöne, heilsame, konstruktive innere Qualitäten, wo immer sie kultiviert, wo immer sie gelebt werden. Durch Kraft unserer Praxis, der Meditation, im Zulassen von Dharma, im Alltag, möge Frieden entstehen, möge es keine Angst und keinen Hass mehr geben, möge die Erde von der Zerstörung gerettet werden, möge die Welt von Krankheit befreit werden. Mögen wir einen Weg finden, um in Harmonie und in Güte zu leben. Mögen wir mit Weisheit erfüllt sein und mit Mitgefühl handeln. Vielen Dank. Und Zeit für Fragen, wenn jemand Fragen hätte.